Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Majora's Mask. Ich denke, wir müssen jetzt halt schauen, dass Nacht wird. Alter, ich sehe so scheiße aus mit der Maske. Du hast das Thema, das sind ja Nacht des ersten Tages. Ja, wir fallen durch die Zeit. So, was haben wir jetzt hier? Nacht des ersten Tages. Bleiben 60 Stunden. Ja, das ist sehr knapp. So. Kann ich mit euch treten? Huch. Ah, Hauptmann, Sir. Verzeiht mir, Sir. Der Hauptmann ist da. Habt Acht. Es ist schon so lange her, dass wir euch sahen, Sir. Wir haben diese Gräber streng bewacht, genauso wie ihr es befohlen habt, Sir. Wir haben nur auf euren nächsten Befehl gewartet, Sir. Öffnet das Grab. Es öffnen? Zu Befehl, Sir. Alle Mann zu mir! Alter. Ich habe keine Ahnung, was uns hier wartet. Ich habe Angst, dass der Tempel echt scheiße wird. Okay, wir gehen da mal rein. I don't know, was hier passieren wird. Okay, da hinten gibt es ein anderes Loch noch, aber da wollen wir wohl rüber. Eine Fee wäre auch nicht schlecht noch. Ich weiß nicht, ob wir schon am Eingang des Tempels sind, aber das geht normalerweise nicht so schnell. Boah, ich hasse Fledermäuse. Die sind so nervig in dem Spiel. Und ich meine, in Ocarina of Time sind wir sogar mal an welchen gestorben. Diesen tollen Goron-Tempel. Ich muss erstmal alle besiegen. Das sind nämlich nur welche. Okay, kommt her. So, kommt runter. Und ich will unbedingt die Maske der grimmigen Gottheit. Das heißt, wir werden noch ein bisschen spielen. Ein Follower. Vielen Dank an dich, Angie. Du gehörst jetzt aus den coolsten Menschen hier auf Twitch. Vielen, vielen Dank. Und zu deinen Ehren werden heute 10 Minuten länger an Stream dran gehängt. Damit sind wir bei 12 Stunden und 30 Minuten. Woohoo. Fun Fact, das Spiel wurde innerhalb von einem Jahr entwickelt und entstand aufgrund eines Streites. Echt? Ja, keine Ahnung. Majora's Mask ist halt nicht so das klassische Zelda-Spiel, sondern es ist halt irgendwie... Wie soll ich sagen? Es ist anders. 50 grüne Hobby. Das ist halt einfach so nicht das klassische Zelda-Spiel, weil... Wir retten nicht Prinzessin Zelda. Und auch ansonsten ist es nicht so normal. Das ist schon so ein bisschen besonders. Okay, das brennt schon mal. Die gehen nicht so schnell aus. Oh. Da hinten ist noch eine. Nur drei Stück. Ich hab irgendwo einen vergessen. Oh, die ist schon wieder aus. Achso, die gehen jetzt alle wirklich wieder nacheinander aus. Oh, die ging nicht mal an. Okay, eins. Doch, die hat funktioniert. Jetzt schnell noch die. So, perfekt. Ist auch. Schon nur trotzdem noch mit da oben, was es da so gibt. Man weiß ja nie. Vielleicht gibt es hier ein Schatztrüchchen noch. Okay, gehen wir mal ran. Ist das so ein Eisenprinz aus Ocarina of Time? Der übelst kacke war. Ah! Okay, ja, es ist ein Eisenprinz, oder? Das ist ein Eisenprinz, ja. Nimm dich vor seinen Axtschlägen in acht Schlage zu, wenn er seine Deckung vernachlässigt. Ja, das Ganze hatten wir schon mal in Ocarina of Time. Ich glaube sogar gegen zwei gleichzeitig hatten wir dann. Komm, hab ich das jetzt endlich mal?
So, ja, wir haben ihn. Nein, hat nur seine Rüstung. Und er zieht halt genauso viel Herzen ab wie in Ocarina of Time. Das war ja einer der gefürchtetsten Gegner in Ocarina of Time. Aber der war ziemlich am Ende. Aber ich denke, wir sind hier auch ziemlich am Ende tatsächlich von dem ganzen Spiel. Komm, wir gehen nochmal volle Kanne drauf. Ich habe halt keine Herzen dabei. Und keine Feen. Okay, wir haben ihn besiegt. Anstrengend. Okay, wir sind vor irgendeinem Grab. Bist du der eine, der meine Seele befreit hat? Okay, bist du der Eisenprinz? Ich hoffe, es gibt kein weiteres. Einst diente ich dem Königshaus von Ikana als Komponist. Mein Name ist Moll. Die Moll-Dur. All die Lieder, die mit der königlichen Familie verbunden sind, haben mein Bruder und ich komponiert. Oh, du, mein lieber Bruder, Moldur. Ah. Er verkaufte seine Seele an die Finsternis. Er war es, der mich hier einschloss. Du, der die Toten nicht fürchtet, lerne nun die Melodie, die hinter ihm geschrieben steht. Mit der Maske, Alter, ich habe mich gerade von Licht getroffen. Und triffst du jemals auf meinen Bruder, dann bitte ich dich, ihm dies mitzuteilen. Die tausend Jahre voller Regen, welche mein Lied ruft, sind meine Tränen. Der Donner, welcher die Erde erbeben lässt, ist mein Zorn. So lautet meine Bitte. Okay, ja, Tami, mit eigentlich sollte es eine Erweiterung für Ocarina of Time gemacht werden. Daraufhin hatte der Entwickler allerdings keine Lust und wollte ein neues Spiel machen. Durfte er, hatte allerdings nur ein Jahr Zeit, weil er die vorhandenen Engine nehmen konnte, gibt es auch so viel Ähnlichkeiten mit Ocarina of Time. Und normalerweise hatten sie die Grundidee 7 Tage aus. Zeitgründen wurden daraus 3 gemacht. Ja, nice. Ja, ich weiß schon, es wurde ziemlich gleichzeitig auch programmiert und ich finde es echt krass. Ich glaube, das war auch der kürzeste Abstand, wo 2 Zeldas hintereinander rauskamen. Die tausend Jahre voller Regen, welche mein Lied ruft, sind meine Tränen. Der Donner, welcher die Erde erbeben lässt, ist mein Zorn. Hier steht das Lied geschrieben, das seine verwunschene schwarze Seele reinigen soll. Bewahre dieses Lied tief in dein Herzen auf. Okay. Auch runter hoch. Ah, runter hoch, ah, runter hoch. Ich schreibe mir das gleich mal auf. Ich habe übrigens neue Stifte. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Das ist die Hymne des Sturms. Sturm. Ah, runter hoch. Ah, runter hoch. Boah, der schreibt wirklich über neue Stifte. Du erinnerst dich an die Hymne des Sturms. Du kennst diese Melodie. Es ist eine aufbrausende Hymne, die Friede davon bläst. Oh ja. Haben wir schon kennengelernt. Krass. Gibt's hier einmal wieder. Das ist schön. Jetzt ist die Frage, was kann ich damit? Was kann ich damit? Ich denke, ich muss jetzt hier verschwinden, oder? Wenn ich die hier spiele, passiert dann was? Wenn ich hier einfach mal die Hymne des Sturms spiele? Ah, ich finde das voll cool. Das ist einfach wie die Hymne des Sturms auftritt. Ja. Wir haben es zum Regnen hier drin gebracht. Cool. Dann wünsche ich dir noch ein regnerisches Leben. Oder Tod. Don't know. Gut, dann gehen wir hier wieder raus. Und ich denke, dass wir jetzt halt irgendwie zurück zum Anfang müssen von diesem ganzen Ikana-Scheiß hier. Ich überlege auch, ob wir die Zeit zurückspulen, dass wir einfach den halben Tag mehr Zeit haben, weil ich mich immer ein bisschen anstelle. Und dass wir jetzt lieber zurückgehen in die City. Und da halt irgendwie. Da irgendwie jetzt halt ein bisschen das Zeug wegbringen, also das Geld wegbringen und halt dann die Zeit zurückstellen. Weil ich meine, das haben wir jetzt geholt und jetzt ist halt mit der Zeit her kacke. Und jetzt da muss ich noch. Mein Bildschirm will ausgehen. Oh nein. Und du kommst auch gar nicht auf die Idee. Ich glaube fast, dass wir die Zeit zurückdrehen, weil dann haben wir das halt einfach schon mal safe. Okay, ja. Ich setze mal das Ding hier ab.
Und wir gehen in die City zurück. Da habe ich doch auch, ich habe das ein Teleport-Lied. Und dann gehen wir lieber später nochmal hier hin und also machen wieder den Tag zurück auf Anfang und machen wir das. Ja. Oder wir gehen hoch zu. Der ist doch bestimmt eine Eulenstatue. Warte zurück. Wir schauen, dass wir hochkommen zu einer Eulenstatue am besten. Hey du! Hihihi, welche interessante Maske, die du da trägst. Dies ist der Helm des Hauptmanns, der einst das Schloss am Hügel beschützte. Jetzt ist es ein Ort, an dem Geister, derer herumstreifen, von großem Bedauern erfüllt sind. Sie ziehen umher und suchen nach dem, der sie retten kann. Mit dieser Maske kannst du sie nicht retten. Hast du keine andere? Es tut mir leid, aber es lässt dich nicht passieren. Alter, was soll ich denn für eine Maske aufsetzen? Was haben wir denn noch für Masken? Was machst du denn auf diesen? Ja, dies ist kein sicherer Ort für dich. Maske, die ihren Geister wohnen. Was habe ich denn noch für Masken? Also, Dekoschall wird nichts bringen. Wien auch nicht. Felsmaske, das sind wir halt unsichtbar. Kapunmaske. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, ich denke, dies ist auch nicht. Ich versuch's mal mit Kieros Maske. Hihihi, hast du ein eigenes Pferd? Und so, und so, du bist nicht im Besitz der Maske, die bei den ehrenden Geister wohnen. Lass dich nicht vorbei. Schwarzen Herzens nahe der Ranch witzig. Okay, muss ich doch wieder die Maske aufsetzen? Die Helm des Hauptmanns. Hihihi, hast du ein eigenes Pferd? Besitz der Maske, bist du. Hä, was ist denn für eine komische Maske? Hä, ich bin gerade echt verwirrt. Hä? Was ist das für eine Maske, die ich da aufsetzen soll? Hä? Schwarze Herz. Da war ja der Felsmensch. Hey. Hä, welche Maske muss ich denn jetzt gerade aufsetzen? Okay, du bist verhext. Lustigster Scherz ever. So. Wo geht's da hin? Muss ich hier noch irgendwas holen? Friedhof von Ikana. Ich kann ja auch das Lied des Sturms mal vorspielen. Wird das für Hexe vielleicht schädlich zu? Hä? Wird das für Hexe kein schädlich ziehen? Hä? Muss doch hier irgendwie weitergehen. Hä? Welche Maske ist das denn, die ich brauche? Es gibt eine Maske, die ich nicht geholt habe. Aber ich weiß nicht, ob das die ist, die ich brauche. Wir teleportieren uns da mal kurz hin und schauen mal, und dass wir die holen, weil ich die nicht geschafft habe. Aber ich weiß nicht, ob ich die da vielleicht bekomme. Milchstraße ist das, ja. Wenn ihr euch noch erinnert, ich habe hier versucht, dieses Wettrennen zu machen. Das ist, da bin ich halt kläglich gescheitert. Waren die wieder? Ich rufe mal kurz Epona herbei. Da habe ich doch so gänzlich verkackt und ich kann mir vorstellen, dass das eventuell die Maske sein könnte.
Und irgendwann müssen wir die Maske eh holen und holen wir sie halt einfach hier jetzt. Also es fehlen ja dann auch noch diese ganzen Carface-Masken da, die wo halt. Also Carface-Maske selber haben wir, aber ich glaube Unused-Maske und so brauchen wir dann. Und da gibt es ja mehr. Vielleicht müssen wir auch noch dahin kommen mit Epona. Ich finde schon mal schön, dass wir wenigstens Epona schon mal haben. Das ist doch was. Wir haben zwar nicht viel, aber wir haben Epona. Okay, aber ich sehe gerade, wir müssen die. Ja, das ist diese Rennstrecke. Ich glaube, wir müssen dort fahren. Okay, dann sehen wir uns einfach nächste Folge wieder, wenn es weitergeht. Bei Zelda Majora's Mask. Bis dahin. Tschüss.